Falle. Ach, das ist keine Falle. Da wäre ich jetzt ziemlich blind links reingelaufen. Was haben wir hier? Noch einen dieser Schlüssel, für die wir noch keine Verwendung haben. Ah, mein Hass hat gerade aufgehört. Gut. Ich suche mal nach Fallen. Das kann natürlich Yoshimo auch, aber ich kann es halt besser. Und da ist noch ein Schlüssel. Und zwei Heiltränke, super, die haben wir eben verbraten. Ist fast was drin? Nee, aber am Tisch. Keiner vermietet einen Tisch, das passt schon. Das und ein Goldring. Der ist Geld wert. Geld ist gut. Ich mag Geld. Kann man nie genug von haben. So, Quicksave hatten wir schon. Gucken wir mal hier rein. Na, geht's da weiter? Ich weiß nicht. Gucken wir erstmal hier rein. Okay. Meuchelmörder. Und ein Eismefeed. Dann helfen wir doch mal dem Meuchelmörder. Der ist zumindest nicht so direkt aggressiv gegen uns. Okay, jetzt ist es. Ganz toll. Die Schattendiebe, okay. Na gut, dann, ich befürchte einfach trotzdem, hier geht's weiter. Ich werde gleich nochmal zurückgehen und, ja. Oh, Minsk ist gestunt. Natürlich bitter sein für so einen Riesentyp, wo so einem kleinen Scheißmefied platt gemacht zu werden. Aber es ist schon... ein riesiger Goblin. Oh, noch ein paar Goblin. Hallo, wie lange braucht ihr denn für das Mistviech? Ein Salzmefied, was ist das denn? Also ich glaube, wir verziehen uns mal ein Stückchen zurück. Alle, wenn es geht. Hallo. Das ist ein bisschen schade, dass der KI sie so abkackt, weil es ein relativ realistisches Spiel ist vom Kampfsystem. Natürlich ist hier relativ ganz, ganz groß geschrieben. Stell dir mal vor, die sind im Kampf und ihr bleibt als an der Wand hängen. Das wäre nicht so toll. So, immer drauf. Warum sind immer noch Kobold? Warum habe ich eigentlich Angst? So, jetzt will ich aber trotzdem mal in die andere Tür gucken. Ich will nämlich nichts auslassen im Moment. Ach jo, die kriege ich schon noch. Gut, warten wir einfach auf den, der wird ganz schön blöd gucken, denke ich. Hallo. Hallo? Gut, dann halt nicht. Ach, da bist du ja. Hat er mich ausgetrickst? Freche Kobold. Ja, du bist ein Goblin. Dann kein Wunder. Gut. Das war's dann auch mit dem Gesellen. Nee, du bist mir veralbern, oder? Das kommt mir bekannt vor. Kann ich vielleicht wieder was einsetzen? Bettelt ein wenig, dann gönne ich euch einen schnellen Tod. Gut, natürlich werden wir den Meuchelmörder mal greifen. Leider sind die beide erstmal nicht angreifbar. Ich könnte erstmal zugucken einfach, aber ich weiß, dass die hier böse sind. Geht zurück, wo ihr hergekommen seid. Ihr habt hier nichts verloren. Okay, entflohener Klon. Ah, seid ihr wieder da, um mich zu quälen, mein Meister? Ich bin nicht euer Meister, liebe Dame. Gibt es etwas, was ich für euch tun kann? Für mich? Für mich? Nach allem, was ihr bereits getan habt. Aber wir haben euch doch gar nichts getan, Lady. Wir sind gerade erst zu euch gekommen. Wenn ihr euch beruhigen würdet, könnten wir vielleicht... Ihr habt mich nach ihrem Abbild erschaffen. Doch, ich bin nicht sie. Ich bin es nicht. Und ich werde nie erlaubt, mich anzufassen. Keine Erweckung von Toten mehr, die wieder nicht sie sind. Okay. Ihr werdet mich nicht hier festhalten. Okay, Klon. Was hat der Typ hier unten gemacht? Der hat einfach Leute geklont. Frech. Platz dabei. Ein. Komm. Was für eine qualvolle Kreatur dieses Klon-Ding war. Sie war eine Kopie? Die Kopie einer anderen Person? Ich frage mich, warum Irenikus sie schuf. Ich bezweifle, dass er sich an ihrer Gastfreundschaft erfreut hat. Er steht über solchen Sachen. Nicht Gastfreundschaft, Gesellschaft. Ihn fasziniert nur der Tod. Er zeigt es mir. Immer und immer wieder. Mhm. Oder war noch einer dieser... Was ist das denn? Achso, das ist der Meuchelmörder. Gut, das brauche ich nicht. Ich will aber diesen Schlüssel hier. Die zentrale Einheit scheint die anderen mit Energie zu versorgen. Die großen Behälter sind allesamt mit Klonen der gleichen Frau gefüllt. Zumindest mit Teilen von ihr. Einige dieser Kreaturen leben, aber der Großteil schwimmt leblos in seiner Flüssigkeit. Seid vorsichtig. Ich bin mir sicher, dass alle erdenklichen Arten von Mausefallen dort im Dunkeln nur auf unsere hineintappenden Zehen warten. Okay, danke, dass du die gruselige Exposition dadurch unterbrochen hast, Yoshimo. Du bist ein Depp.
Außerdem siehst du genauso aus wie ich, das ist ziemlich verwirrend. Aber gut. Also nicht wie ich, sondern wie Doc halt, wenn man von oben drauf guckt. Naja, gut, hier, ich lasse euch einfach mal links liegen, wie die 8 Gold, die ihr bei euch habt. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Wenn Kampf der einzige Ausweg ist, dann sei's drum. Ja, diese Goblins halten nicht ganz viel aus. So. Okay, hier speichere ich doch mal. Das ist ein perfekter Punkt für eine Falle, also werde ich da mal nach mal suchen. Ich bin dabei. Ja, schieb Minsk weiter auf die Brücke, wo du eine Falle vermutest. Ahaha, wusste ich's doch. Ist noch eine vielleicht? Ups. Noch eine vielleicht. Das könnte ich nicht riskieren. Das wäre ziemlich blöd. Nee, sieht nicht so aus. Tür auf. Und alle rennen rein. Okay. Ha, närrischer Dieb. Bam. Oh, mehr von diesem gesorgt. Ihr werdet sterben. Okay. Ich glaube nicht dahin, wo die mir gerade gezeigt haben, dass Fallen sind. Ja, das ist ganz schön blöd von euch. Nee, geh noch ein Stückchen zurück. Okay, jetzt bist du außerhalb der Fallenreichweite. Jetzt kannst du auch sterben. Ein Dwarga, wieder einer dieser tollen Zwerge, die wir schon vorher gesehen haben. Ups, war ja sehr klug von dir, mich anzugreifen. Was ist dabei? 23 Gold, ein bisschen Krams, brauche ich alles nicht. Also hier sind offensichtlich Fallen. Müsste doch einer rumstehen, oder? Ah, der hat es wahrscheinlich mit der Falle zerlegt. Gut, dann suchen wir die mal. Okay. Dann schärfe ich die mal. Au, nicht entschärfbar. Aber das könnte der Punkt sein, von dem Yoshimo eben geredet hat. Ein stinkendes Loch des Bösen. Bedeck deine Nase, Bo. Denn wir werden keine Spalte unerforscht lassen. Danke, Minsk. Er hat ja gesagt, als wir ihn getroffen haben, hier gäbe es Säulen, mit denen man Schlüssel benutzen könnte. Ihr steckt den Schlüssel in den Schlitz in der Nähe des Sockels. Der Stab löst sich. Man kann jetzt gefahrenlos am Podest vorbeigehen. Gut, gehe ich recht in der Annahme, dass es noch mehr Fallen gibt. Wupp. 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 Okay, habe ich hierfür auch einen? Ja, habe ich tatsächlich. Habe ich die alle? Ich hab mal hier. Ja, den hatte ich auch. Seid doppelt vorsichtig. Ich bin mir sicher, dass alle erdenklichen Arten von Mausefallen dort im Dunkeln nur auf unsere hineintappenden Zehen warten. Okay, danke. An diesem Podest ist ein magischer Stab montiert. Ihr müsst erst einen Schlüssel finden, der zu dem Stab passt, wenn ihr an diesem Podest vorbeigehen wollt, ohne vom Stab beschossen zu werden. Also, hier ist auch noch irgendwo eine Falle, die er gerade nur irgendwie nicht findet. Die er aber finden sollte eigentlich. Oh, das ist ja Millimeterarbeit hier. Gut, ich denke, das waren die Schlüssel, die wir bis jetzt gefunden haben. Verstanden. Natürlich kann es auch sein, dass einer meiner anderen Leute die Schlüssel im Inventar hat und ich nur zu weit weg bin. So. Okay, Mosaik im Fußboden. Wir hatten hier irgendwie Bumm, dann, weiß nicht, Feuer offensichtlich, Katze, Blitz und, weiß nicht, Gift oder so. Machen wir einfach mal, wir speichern jetzt kurz und dann treten wir mal durch die Tür links von uns. So. Kommt, lasst mich einmal probieren. Ah, großartig. Wie ich sehe, bringt man mir endlich wieder mal frisches Blut. Wo ist euer Meisterteufel? Wir suchen Irenikus. Führt uns zu diesem Emporkömmling und wir werden euch leben lassen. Ach, ich bin schon toddieb. Leistet mir in der Dunkelheit Gesellschaft. Ha, genug. Tötet die Kreatur und vernichtet die Gilde. Irenikus soll lernen, was es heißt, die Schattenliebe zu verraten. Okay. Okay, hier sind eine Menge Leute und das Ding hier ist feindlich und offensichtlich Vampir. Ist hier was? Nö, ich glaube, ich lasse die sich jetzt gegenseitig umbringen. Ich will sehen, wer gewinnt. Los, ich bin für ein Vampir, wenn ich ehrlich bin. Los, töte sie. Komm schon. Geht doch. So, jetzt haben wir noch ein Mädel hier. Ihr seid böse, ich weiß nicht. Ich werde euch nicht helfen. Aha. Ja, wer ist die gute Dame? Ulvaril. Komm schon, Uli. Das kriegst du hin. Geht doch. Hey, wo bist du hin?
Okay. Hätte ich die angreifen sollen? Ich weiß es gar nicht. Jetzt ist sie jedenfalls weg. Egal. Gut, haben wir ein bisschen kleinen Schaukampf gehabt. Das war ein relativ nutzloser Raum. Gehen wir in den nächsten. Hier sind eine Menge Kabel an den Wänden. Das ist bestimmt sehr sicher. Ich mache einfach mal die Tür auf, ohne zu speichern, weil ich so hart bin. Wie ein Geschäftsführer. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. Frenedan. Ah, ihr könnt gewiss nicht meine Führer sein. Die kommen, einen alten Mann in sein Gefängnis zu foltern. Ihr seht niemanden ähnlich, den ich bisher gesehen habe. Nein, ich bin nicht euer Führer. Ich war vor kurzem selbst gefangen. Oh, dann seid gepriesen, dass ihr euch befreien konntet. Seht ihr auch eine Möglichkeit, einem alten Mann zu seiner Freiheit zu verhelfen? Okay. Ich möchte erst wissen, wer ihr seid und wie es kam, dass ihr gefangen gehalten werdet. Ich heiße Frenedan und ich bin schon eine geraume Zeit in diesem Glaskasten. Ah, Tatsache. Warum, das weiß ich nicht, aber ich fürchte, man will mir ein magisches Experiment durchführen. Bitte helft mir. Ich bin nicht sicher, ob ich euch befreien kann. Wisst ihr, wie ich die Glastür öffnen kann? Ich glaube, in der Truhe liegt ein Schlüssel. Oh, bitte findet ihn und helft mir. Bitte helft einem alten Mann. Na, okay, dann... Also gut, ich werde versuchen, euch befreien. Niemand sollte auf diese Art behandelt werden. Bitte beeilt euch. Also, da ist ein Kasten. Ich traue dem Kerl nicht. Weißt du, hier sind nur so Freaks eingesperrt und hier so ein alter Sack, da kann ja irgendwas nicht stimmen. Bist du eine Falle? Du bist eine Falle. Gut, dich habe ich gar nicht gesehen, aber... Aber du hast... Ist das einer der Portalschlüssel? Ah, Schlüssel zu Frenedans Zimmer. Ja, ich bin voll. Ich bin total voll. Bis OB. Stab. Cool. Gerade mal mein ganzes magisches Gedöns an Imoin weitergeben. So, was haben wir hier bekommen? Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das sind die Stäbe aus den Fallen. Das sind Zauberstäbe, die haben wir da rausgekriegt. Cool. Aber die kann auch Imoin nicht identifizieren. Vielleicht mache ich das nachher. Ist das hier? Todeswolkenstabschlüssel. Okay. Worum ich den her hab? Ja. Ich hoffe, das nehme ich. Was bist du? Klopfen. Brauche ich nicht. Du bist zu. Ich mach dich auf. Die Natur könnte selbst Tiereinzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Ja, das ist schön, Jaira. Das ist wirklich gut. Dann speichere ich mal und mach dem Kerl die Tür auf. So. Oh, danke, dass ihr mich befreit habt. Ich mache keinen Ärger, nicht wahr? Rettet mich. Ich will euch nichts Böses. Wisst ihr irgendjemand irgendwas über das Gefängnis? Wie zum Beispiel nach draußen kommen? Nein, tut mir leid, als ich hergebracht wurde, habe ich nichts gesehen. Ich kann es kaum glauben, diesem entsetzlichen Ort endlich zu entkommen. Danke, dass ihr mir erlaubt, euch nach draußen zu folgen, mein Fürst. Das habe ich irgendwie nicht. Sag mir, gut. Was zu tun ist. Ich traue dem Typen keinen Meter. Ich würde ihm am liebsten nicht den Rücken zudrehen, aber gut, hier. Wir sind 5 bewaffnete Leute. Und das ist ein kleiner, dicker Kerl. Solange er sich nicht in Drachen verwandelt, sind wir ziemlich safe. Habe ich jetzt den richtigen Schlüssel dafür? Macht man das? Wo ist der überhaupt jetzt? Okay, warte mal, ich suche mir erstmal meine Falle. Ich warte. Ich muss wissen, da ist er, okay. Hier ist eigentlich ein Spalt frei, kann ich hier durch? Kann mal gucken. Wubbli. Blöd. Müsste doch noch eine Falle sein. Mein Gott, wie schaffe ich es immer da nicht reinzutreten? Dafür habe ich es wieder. Okay, gucken wir mal weiter. Vielleicht macht's wieder wusch. Es sei denn, ich mach vorher was. Ah, die hatte ich auch. Und hier ist nichts mehr. Gut, dann habe ich wohl irgendwo einen übersehen, aber ich komme ja trotzdem vorbei.
wenn ich vorsichtig bin. Hier zeigt, wo immer Minsk auch hingeht, mach schwer, stürzt so. Dich. Nein, 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 nein. Nein, Vorsicht, Minsk, meine Fresse. Hört auf, durcheinander zu reden. Das klingt albern. Und lang zu leben.